dass ich die ganze Deutungshoheit halt nicht komplett irgendwelchen Rechten überlasse. Und dann sehe ich halt einen Jared Riddle, der jetzt auch wieder innerhalb von einem Tag 2 Videos zu mir hochgeladen hat. In einem Video hat er mich in den Rollstuhl gefotoshoppt, im anderen Video, das andere Video heißt Gut Menschen reagieren auf mein Shrioka-Video. Also der ist ja sowas von in der neuen Rechten drinnen mit seinem Content. Das ist halt bizarr. Und das gehört meines Erachtens nach halt einfach genauso eingeordnet und aufgearbeitet wie andere Themenbereiche. So, das ist halt super wichtig, dass das trotzdem gemacht wird. Und ich habe nicht wirklich Lust drauf, das zu tun, mich da mit allen reaktionären Rechten auseinanderzusetzen. Aber ich bekomme langsam, also ich merke langsam einfach die Vorzüge davon, diese Sachen zu debunken und auseinanderzunehmen und halt aufzuzeigen, weil es ist halt, ja, ist halt wichtig, das zu machen. Das gehört komplett weggestrackt und entmonetarisiert. Ja, Jay Riddle ist letztendlich eine Pipeline für Martin Sellner mit der Scheiße, die er da macht. Also der ist komplett rechtsradikale Anti-Vogue-Propaganda vom Feinsten, normalisiert und relativiert Frauenhass und Gewalt gegen Frauen mit Sketches, die sich über Gewalt an Frauen lustig machen, fährt Anti-Trans-Propaganda. Also es ist richtig eklig. Das ist wirklich einer der ekligsten Accounts überhaupt und versteckt sich halt unter edgy Humor, aber der ist halt nur eine Pipeline für die AfD und für Martin Sellner und redet auch in kompletter rechtsradikaler Narrative. Also das, da braucht man gar kein Geheimnis mehr draus machen. Ja, das ist der Maskendude. Und der wird halt, der wird halt des Todes normalisiert, so. Eine absolut wilde Falschinformation.